Mach die Maschine wieder aus, okay? Danke. Die geht von alleine aus. Kannst du bitte wieder ausmachen? Dann bereinigt dich jetzt mal. Ich kann jetzt inzwischen der Bereinigung ausmachen. Jetzt kannst du es ausmachen. Die geht von alleine aus. Ich bitte, dass du es wieder gebacken kriegst. Bitte. Bitte helf mir, Mama, bitte. Ich weiß kein Rat mehr. Bitte hilf mir. So ein Drehbuch, guck mal, Balkon links bitte. So ein Drehbuch, guck mal, Balkon links bitte. Mama! Du musst bitte bei mir bleiben. Bitte. Ja, ich rufe jetzt die Apotheke an. Wegen den Tabletten. Wo ich wohne. Du musst jetzt auf mich aufpassen. Mama. 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 Baba. 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 Mama. Baba. Kannst du beide Medikamente mir geben, bitte? Ich brauche Betty Medikamente, bitte. Ich rufe dich zum letzten Mal. Ja. Ich brauche nur meine Medizin, hier. Bitte. Na doch. Bleib bitte bei mir, Mama. Mir ist nicht gut. Ja,
Bekümmere dich bitte um mich, Mama, bitte. Lass bitte das Telefonieren sein, kümmere dich bitte um mich. Kümmere dich bitte um deine kranke Tochter, bitte. Mama, guck mal die Wolkenformation an, Mama. Guck mal schnell. Guck mal bitte die Wolkenformation an, guck mal schnell. Mein Gott, was ist jetzt wieder los hier, ey? Es ist gar nichts los. Ich habe gesagt, guck dir mal die Wolkenformation an. Das habe ich gesagt, es ist gar nichts los. Also, diese Lorazepam hast du ja nicht, ne? Ja. Das gibt es nicht mehr. Jetzt müssen wir auf Harburg umsteigen. Die ruft die CRC gleich nochmal an. In, wo war das nochmal? Schmallenberg? Und was ist das? Mama, ich habe in 3 Tagen Eisprung. Und ich kann es nicht ändern. Nochmal. Das ist Samstag. Ja, ich kann es nicht ändern. Oder Sonntag. Ja, bis dahin hast du vielleicht, ne? Man weiß es nicht. Ja, bis dahin kommt, weiß es nicht. Weißt du, bis dahin kommt einer? Irgendjemanden? Ich weiß es nicht. Irgendjemanden. Oh. Okay. Oh, was ist, wenn man da gar keiner kommt? Was dann? Ich kann es nicht ändern. Ich habe den Scheiß nicht gemacht. Ich habe mich doch schon entschuldigt. Ich habe ihn doch schon geschrieben über SMS. Ich muss warten, was er sagt. Wir müssen abwarten, drängen tue ich den nicht mehr. Dann habe ich wieder 6 richtige im Lotto. So, als die Wolkenformation zu Küchenfenster gucken, kommst du bitte. Habe ich schon gesehen gerade, die ist schön. Kommst du jetzt bitte ja, nach mir. Ja, die habe ich doch gesucht. Ich bin im Rehboom. Ja, wieso hast du mir keine Bescheid gegeben, wo ich im Bett lag? Die ist jetzt auch erst gekommen, die war vorher nicht. Doch, die war schon die ganze Zeit da, wo ich im Bett lag. Die Wolkenformation? Ja. Die war schon, ich denke, du hast die ganze Zeit aufgepasst. Ich denke, du hast die ganze Zeit aufgepasst. Ja, wieso hast du mir keinen Bescheid gegeben, wo ich im Bett geschlafen hatte? Weil ich mir die auch mal angucken wollte. Wieso hast du mir keinen Bescheid gegeben, wo ich im Bett geschlafen hatte? Wolltest du mir die mal angucken? Wo ich im Bett im Schlafen war. Wieso hast du mir keinen Bescheid gegeben, dass Wolkenformationen sind? Weil es dir nicht gut ging? Wolkenformationen da sind. Wieso hast du mir keinen Bescheid gegeben? Ich denke, du hast mir Bescheid gegeben draußen, was du sehen, das hast du gesagt, Baba. Ja. Ich wollte aber auch mal gucken. Die Wolkenformation war schon vorher da, wo ich im Bett geschlafen habe, richtig? Ja. Richtig? Ja. Am Küchenfenster auch? Ja. Und Balkon auch, ne? Ja. Wenn es eigentlich gut geht, dann macht man noch keine Aufnahmen. Ich habe mit den Sinne geballt. Ja, das sind die gleiche Stube wie gestern. Das ist kein Quentin-Okar mehr. Was habe ich für eine Scheiße gemacht im Video gestern? Und die Leute sogar, vor allen Dingen den KBF. Typ verrückt gemacht damit. Das habe ich auch nicht gewollt. Es ist falsch, was ich mache. Die Taube? War das die Taube, die jetzt gerade vorbeiflog? Kommst du hier links, bitte?
Tut mir so leid, was ich getan habe. Ich habe Schmerzgefühle. Ganz schlechte Gewissen, schlechte Gefühle habe ich. Ich habe Schmerzgefühle. Wie kann man das alles rückgängig machen? Meine Rapper auch, bitte. Ich brauche bitte Hilfe. Ich muss in eine Therapie rein, hat er schon gesagt, Baba. Er hat gesagt, ich muss in eine Therapie rein, Mama. Er hat gesagt, dass er in eine Therapie rein muss. Aber ich hole in eine Therapie rein, hat er gesagt. Wie viel Uhr haben wir denn? 8:43. Das war bestimmt gestern Morgen auch so, wo ich geschlafen habe, die Wolkenformationen. Diese Lenticularis, alte Kugelschiffe-Wolken, Federwolken, Cirruswolken, was weiß ich, richtig? War das gestern Morgen um die Uhrzeit auch so, wo ich geschlafen hatte? Was? Ja. War das gestern Morgen auch so, wo ich geschlafen hatte, wo ich am Pennen war? Wie meine Tage, meine Krankheit, wie mein Geschrei gepennt hatte? Wo die Sonne Rebbogen gescheitert hatte, Feuerrebbogen verursacht hat, wo die Sonne Rebbogen erzeugt hatte, Feuerrebbogen erzeugt hatte, wo die Sonne einen Feuerrebbogen verursacht hat, wo die Sonne einen Rebbogen verursacht hat in den Wolken. Was gestern Morgen auch so mit der Lenticularis, alte Kugel, Schiffe, Wolken, Federwolken, Cirruswolken, seltene Wolkenformation, richtig seltene Wolkenformation, Lenticularis, alte Kugel, Schiffe, Feder, Cirruswolkenformation, Wellenmuster, Wolkenformation, alles mögliche Wolkenformation, was gestern, alles mögliche Wolkenformation, wo die Sonne da Feuerrebbogen verursacht hat, Feuerrebbogen scheinen lassen hat, Feuerrebbogen erstellt hat. War das auch so? Ja. Jetzt sehe ich das live, Baba. Guck mal, jetzt sehe ich das zum ersten Mal live. Siehst du? Sieh das jetzt zum ersten Mal live.
Was ist das? Hallo, du da oben. Hi, was bist du denn für ein Hübscher? Du hast ja keinen Bescheid gegeben, Baba. Hey, wieso gibst du keinen Bescheid? Ja. Entschuldigung. Ich habe den gar nicht gesehen, Baba. Wieso ohne Pulle sehe ich Scheiße? Ja, weiß ich nicht. Der ist jetzt auch weg, Bimma. Ist so ist hier Küchenfenster zwei Stück weit weg, Baba. Ja, aber ganz weit weg und da ganz weit hinten ist noch einer. Das sind zwei. Ja, es sind zwei, wie gesagt. Ja, da war der eine schon die ganze Zeit hier und der andere schwirrt irgendein. Ich denke, du hast doch aufgepasst wegen Rotbildern die ganze Zeit. Ja. Und ich hab gesagt, weiß ich auch nicht, was heute los ist mit mir. Denkst du, das nimmt mich nicht alles mit wegen ganzen scheiß Stress hier? Da war der Rotbildern die ganze Zeit zu sehen gewesen. Der Sonnenaufgang.